Geld wahrscheinlich irgendwo noch. Oh. Alle beten hier noch. So viele Menschen sind noch hier oben. Dokument. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, War Rider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Was wollen sie damit bezwecken? So, wir gehen jetzt nach draußen. Ich habe schon den Weg gesehen. Hier muss irgendwo... Ja. Rutsche ich nicht ab, weil das würde sehr fatal sein. Und jetzt sind wir wieder im nächsten Raum. God hates sickness. Immer unheimlicher. Das sieht so aus, als wenn die alle auf uns gewartet hätten. Am I ready? You are. We will join the wall right in just a moment. My job. You alone shall escape the Talfa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ich will hier raus. Aufzeichnung. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Ja. Das ist der Ausweg. Oh Mann, ey. Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Dass ich jetzt hier nicht lang kann. Hier ganz viel zurücklaufen, nee, oder? Das wäre total bekloppt. So. Vater Martin ist tot. Sollte mich aber auch nicht stören. Er war
sowieso die ganze Zeit vor der Nase geführt. Ja, ihr Trottel, sagt mir mal den Weg, ihr. So. Ich kenne den Weg. Der Weg zu einer Geschichte. Basierend auf diesem Irrenhaus. Verdammt. Ich komme jetzt hier raus. Ja, jetzt gib mir doch mal einen Weg, dass ich hier auch wieder raus kann. Ich habe den Schlüssel doch aufgenommen. Für den Aufzug. Habt ihr noch einen anderen Schlüssel oder wie? Ja. Wo muss ich jetzt hier hin? Es ist doch nur noch... Es ist doch noch eigentlich nur diese verflixte Tür. Und ich komme einfach nicht durch. Und da muss ich einfach nur durch. Hey, hier ist ein Dreck. Oder wie oder was? Aha! Alles klar, alles klar! Ja, richtig gucken müsste ich mal. So, ich hoffe, wir. Was? Nein, nein! Lauf! Da ist dieses. Dieser Mistkerl. Nein! 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 Geh weg! Das darf doch nicht wahr sein, ey. Kurz vor dem Ziel und der kommt schon wieder, aber das war ja klar, das war ja abzusehen. Da lang! Der ist ganz nah hinter mir. Nein! Hier rein! Ach, hier ist das Kino oder was? Lauf, lauf, lauf! So. Jetzt haben wir uns erstmal versteckt. Ich hoffe nicht, dass er versucht, hier reinzukommen. Ja, war ja klar, dass er genau vor meiner Tür steht. Drecksack. Ausgerechnet der muss noch kommen, der hat mich letztes Mal schon 100 Mal gekillt. Scheiße hier. Ich will gar nicht wissen, wo der jetzt ist. Na los, komm. Der muss doch. Jetzt jump ich einfach raus. Ah! Verdammt! War der noch hier? Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, prima. Sehr schön. So muss das sein. Oh, jetzt verkacke ich's hier vorm Ende voll, ey. So. Bitte, komm nicht hier rein. Mama? Nicht wahr sein, ehrlich. Ja, wir sind da, wo ich bin, ey. Ja, scheißen Dreck hier. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme an diesem Misker einfach nicht mehr vorbei. Raum. Darf doch nicht mehr. Das ist doch nicht wahr. Du mein Arsch. Wie geht denn das, ey? Ohne Witz. Wie geht das? Keine Ahnung. Das darf doch nicht wahr sein. So, ich bin so ganz mal hier hinten. Oh. Nein, er hat mich gesehen. Ich weiß, dass ich hier bin. Ist doch nicht wahr, Alter. Ja, ja. Haha. Arschloch, Alter. Giga. Siehst du, da musste ich hin. So, jetzt kann der Kunde mich mal so von der Arsch lecken. Hier muss er doch bestimmt gleich kommen. Und das ist mir egal. So. Jetzt hoffe ich doch endlich,
dass ich hier raus kann. So schnell wie möglich. Nein. Wieso nochmal da unten? Wo gehe ich jetzt hin? Wo fahre ich jetzt hin? Finden Sie ein Alter. Na gut, liebe Freunde. Ich dachte, wir haben es jetzt geschafft, aber es war doch noch nicht so weit. Und mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Wir haben uns natürlich jetzt ziemlich lange an den Dicken aufgehalten, aber na, so ist es nun mal. Kann man leider nichts machen. Gut. Liebe Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bei einer neuen Folge Outlast. Ciao.